Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute mache ich das erste Mal ein Beef Brisket auf dem Smoker. Das Ergebnis und wie das Ganze gelaufen ist, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Für unser Beef Brisket habe ich mir bei yourbeef.de, siehe Infobox, drei wunderschöne Brisket-Flatstücke von der Ferse mit jeweils ca. 2 Kilogramm bestellt. Und die werden jetzt erst einmal von innen mariniert. Dazu habe ich mir eine Marinade aus 50% Rinderbrühe und 50% Cola hergestellt, die ich nun mithilfe einer Marinadespritze möglichst gleichmäßig in das Fleisch bringe. Übrigens, schaut euch mal dieses hervorragende Fleisch an. Das wurde wirklich genau so von yourbeef.de geliefert, wie ihr es hier seht. Das heißt, ich brauchte da bis auf eine kleine Fettschicht an dem einen Stück nichts mehr parieren. Anschließend wird das Brisket Flat auch noch von außen gewürzt. Hierfür verwende ich eine Gewürzmischung von Barbecue Pit, die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und diese Würzmischung besteht aus Meersalz, frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer, braunem Zucker, Senfmehl, Knoblauch, Zwiebeln und etwas Cayennepfeffer. Nachdem die Gewürze sorgfältig miteinander vermischt wurden, werden sie nun gleichmäßig auf das Fleisch aufgetragen. Wenn ihr sowohl mit der Injektion als auch mit der Trockenwürzung arbeiten wollt, dann achtet unbedingt darauf, dass ihr zuerst spritzt und dann das Fleisch trocken würzt, da es ansonsten passieren kann, dass eventuell austretende Flüssigmarinade die Trockenwürzmischung wieder vom Fleisch wäscht. Anschließend kommen unsere Brisket Flats ins Vakuum und dürfen nun noch schön über Nacht im Kühlschrank ziehen. So, am nächsten Morgen geht es direkt in aller Herrgottsfrühe weiter. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute nicht auf meinem Balkon, sondern ich bin heute beim Georg zu Besuch, der mir seinen Wassersmoker zusammen mit Kohlen und tatkräftiger Unterstützung zur Verfügung stellt. Der Smoker ist hier schon auf 110 Grad eingeregelt und wir wollen keine Zeit verlieren und legen unsere Briskets auf und versehen sowohl das Fleisch als auch den Garraum mit jeweils einem Temperaturfühler. Zum Räuchern geben wir noch ein paar Hickory Chunks mit in die Glut. Und dann kann es auch schon losgehen. Nachdem unsere Briskets eine Kerntemperatur von 70 Grad erreicht haben, nehmen wir sie kurz vom Grill und wickeln sie in zwei Lagen sogenanntes Butcher Paper ein, in das wir zusätzlich auch noch etwas Rinderbrühe und ein kleines Stückchen Butter mit hineingeben. Das Ganze sorgt für eine deutliche Verkürzung der sogenannten Plateauphase und verhindert außerdem das Austrocknen des Briskets, was ansonsten bei der langen Gardauer mit den verhältnismäßig kleinen Brisket Flats leicht passieren könnte.
frisch eingepackt und neu verkabelt, kommen die Brisket Flats dann wieder auf den Smoker. Und wir gönnen uns jetzt erstmal ein schönes Grillbier. Heute gibt es mal wieder eine Untergesinger Erhellung vom Gesinger Bräu. Zum Wohl! Nach ziemlich genau 12 Stunden waren 2 der 3 Brisket Flats fertig. Wir lassen sie noch ordentlich rasten und holen sie dann aus dem Papier, um sie endlich anzuschneiden. Kleine Notiz am Rande, das dritte Stück hat es noch sehr spannend gemacht und uns tatsächlich noch bis in die frühen Morgenstunden der darauffolgenden Nacht beschäftigt. Soll uns hier nicht weiter stören, wir schneiden jetzt an. Man erkennt gleich mal den Mega Smoke Ring und schaut euch mal an, wie saftig das geworden ist, der absolute Hammer. Hier nochmal zu sehen der Anschnitt des zweiten Stücks. Bei dem war es so, dass man am Anfang ziemlich dünne Scheiben schneiden konnte. Und je weiter wir uns dann zur anderen Seite vorgearbeitet haben, umso zarter wurde das Fleisch, bis man es am Ende eigentlich gar nicht mehr schneiden konnte. Weil es auch bei leichtem Druck schon direkt zerfallen ist. Auf dem Bild das Ganze nochmal schön zu sehen. Links der Anschnitt von eben und rechts dann die Seite, die man zum Schluss kaum noch schneiden konnte. Und hier nochmal ein Zeitsprung um viele, viele Stunden nach vorne. So sah nämlich dann am Ende das dritte Stück aus. Ja, und wir haben uns aus dem Brisket schöne Burger gemacht. Dazu hatten wir selbstgebackene Burger Buns aus Folge 31. Darauf dann ein bisschen Mayo, etwas Salat, bisschen Zwiebel und dann wird das Ganze ordentlich mit Brisket belegt. Und nun fehlt nur noch etwas Barbecue-Soße, eine schöne Tomatenscheibe und dann der Deckel. Kurz zum Fazit, also ich war beim ersten Brisket-Versuch auf jeden Fall sehr zufrieden, genauso habe ich mir das Ganze vorgestellt. Die Würzmischung hat für eine sehr starke Pfeffernote gesorgt, wem das zu viel ist, der sollte entsprechend beim Würzen vorher ein bisschen aufpassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.